Nee, Job verlieren ist, du hast den Job verloren. So, du hast du schon mal einen Job verloren? Ich habe noch nie gearbeitet, deswegen kann ich den Job nicht verloren. Und damit willkommen zu 1Live Akte Ungewiss. Wir haben uns einen tollen Gast eingeladen und der hat eine skurrile Geschichte mitgebracht. Leider nur ein Teil davon. Wir beide müssen raten, wie kam es dazu? Heute sitzt bei uns hier im Wohnzimmer Tarkan. Wie geht's dir? Sehr gut, es ist unglaublich schön eingerichtet. Ungefähr so stelle ich mir Horst Lichters Wohnung vor, tatsächlich. Ja, definitiv. Aber auch die Details, die Riesenlupe. Genau, hier ist doch gerade Felix. Da ist er ja. Bis später, Felix. Tschüss. Seid ihr denn bereit? Total. Wir sind total ready. Okay. Es gibt so Tage, da wacht man auf und hat gute Laune. Nicht viele, aber manche sind so. Und genau so einen hatte ich. Mhm. Aufgewacht, mega gute Laune. Ausgeschlafen, was selten passiert, und dachte, komm, aufs Fahrrad geschwungen, Sonne scheint auch, so perfekter Tag. Kam ich an bei der Arbeit, kein guter Tag. Das Erste, was ich merke, einer meiner engsten Kollegen, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite, hat Krebs. Und das ist erst der Anfang der Geschichte. Mhm. Weil der Tag endet damit, dass ich meinen Job verliere. Okay. Und ihr müsst jetzt mit Hilfe der Lupe herausfinden. Und hier herausfinden, was dazwischen passiert ist. Dennis, deine Gehirnzellen muss ich, glaube ich, damit auch suchen. Es ne? war ein Fehler, die Lupe zu geben. Diese Gags, wenn alle zwei Sekunden jetzt kommt. Aber wenn man, oder wenn Jumbo schreit, hat sich ein Schnitzel brät. Na gut. Oh, ich muss schwimmen. Aber also wenn man einen Job verliert, ich meine, du hast... Kommt vor. Das kommt vor. Da muss man ja wahrscheinlich, entweder hat man was falsch gemacht oder dann hat sich mit dem Chef was verscherzt, dass der sagt, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Mhm. Glaubst du, dass Job verlieren direkt bedeutet, dass man gegangen wurde? Oder kann ich auch meinen Job verlieren, indem ich kündige? Nein. Nee, Job verlieren ist, du hast den Job verloren. So, hast du schon mal einen Job verloren? Ich habe noch nie gearbeitet, deswegen kann ich den Job nicht verloren. Nee, ich bin bisher gesegnet, dass ich meinen Job nicht verloren habe. Aber du hast ja schon angesprochen, du hast ja den Arbeitskollegen, den du nicht gut verstehst oder verstanden hast. Und der hat du hast gesagt, dass er eine Krankheit hat, eine tödliche Krankheit wahrscheinlich. Ich überlege gerade, ob das was damit zu tun hat. Oder ob das einfach nur so versucht, oder ob er mit dieser Info des Kumpels, der Krebs hat oder eine andere tödliche Krankheit, ob er damit versucht, uns in die Irre zu führen. Ja. Ich hatte seinen Job auch verloren, weil der Chef auch eine tödliche Krankheit hatte, der ist einfach gestorben. Da gab es das gar nicht mehr, wo er gearbeitet hat. Wenn er sagt zum Beispiel, ich war auf dem Rummel, dann kann es ja sein, dass der Chef, ja gut, dann kann man ja schon mal sagen, vielleicht hat er irgendwie die Plüschtiere falsch aufgestellt. Was ist dein Job oder was war dein Job? Ist das die Frage? Das ist die Frage, ja. Ich war Autor. Autor. Dann kann es natürlich sowas sein wie falscher Spruch. Das wird mir aber jetzt hier zu wild. Oder er ist einfach ein schlechter Autor. Das würde ich jetzt nicht sagen. Hat er so gut vorgetragen. Also wenn ihr jetzt die Texte schreibt für Baris Ferraris, für Horst Lichter, ist natürlich eine andere Nummer als jetzt zum Beispiel für, keine Ahnung, Klaas. Ist doch egal. Oder Bettina Böttinger. Aber vielleicht sieht man dann, wer der Chef war. Ist der Chef prominent? B-Promi. D-Promi. Eher die Richtung. Aber schon ja. Promi ist halt total ganz normal, ja. Reicht schon für eine Staffel. Reicht für eine 1Live-Sendung. Ja, oder Temptation Island VIP, das reicht schon. B-Promi, C-Promi. Okay, das heißt, der Tarkan hat für ihn geschrieben. Das heißt, es war gar kein Unternehmen wie zum Beispiel... Hast du was? Ja, das ist es. Ja, aber warum, die Frage ist ja, warum er gekündigt wurde. Ja, klar, aber ich glaube, das ist schon mal die richtige Fährte. Ja. Er hat für jemanden geschrieben, der ein B-Promi, C-Promi ist. Wahrscheinlich so ein Comedian oder sowas, keine Ahnung. Das ist ja die Frage, die ich ihm gestellt habe. Und der Tag hat so perfekt begonnen und am Ende ist es damit geendet, dass er den Job verloren hat. Warst du, als du den Job verloren hast, glücklich darüber? Am Boden zerstört. Glaubst du denn, dass diese Info mit dem krebskranken Kumpel, hat das damit was zu tun? Oder ist das wirklich so, dass er vielleicht, dass er Tarkan übertrieben hat mit einem Gag und dann der Chef gesagt hat, das ist ja nicht mein Niveau, ist das so, hau ab. Ist so ein Hint gewesen nach dem Motto, dass er auch über sowas, also dann auch Späße macht, was ja okay ist, aber vielleicht war das dem der Chef, dann zu viel. Genau. So, weißt du, vielleicht ist es ja das, dass der Witz den Tarkan geschrieben hat oder die Texte zu hart waren. Vielleicht war das so, dass er die Geschichte eingebunden hat in die Geschichte, die er hat das quasi im Real Life erlebt. Er hatte Krebs und das hat er als Gag eingebaut. Ich habe noch eine Frage, die kann ich auch benutzen. Ich zück den Stift. Ihr müsst ja auch nicht zur Geschichte, ihr könnt mir allgemein Sachen fragen zum Leben oder so, falls ihr euch jetzt schon sicher seid. Ja. Ihr habt nämlich beide noch eine Frage über, ne? Was ist dein Lieblingsessen, Tarkan? Nudeln mit Pesto. Ja, ist gut, ne? Bodenständig. Aber sehr lecker. Du hättest die Frage einfach nochmal nutzen können, viel Spiel, ne? Wenn man sich sicher ist. Ich weiß es doch, Mensch. Okay, dann stelle ich noch eine Frage. Vielleicht eine, die uns weiterbringt. Hat dein jetziger Beruf was mit dem damaligen Beruf zu tun? Ja, es ist immer noch derselbe Beruf. Okay. Soll ich mal anfangen? Ja.
Ich habe geschrieben, Witz ging unter die Gürtellinie, Chef war schockiert, Kündigung. Gar nicht so eine schlechte Handschrift, aber ich finde faszinierend, dass du alles in Großbuchstaben schreibst, außer das erste I. Ja, ich mische immer. Ich mische immer. Also das ist, ich schreibe groß und klein, wie es mir gefällt. Es gibt ja so Profiler anhand der Handschrift und das ist tatsächlich ein Zeichen für Psychopath, wenn die unidentisch, also wenn die ungleichmäßig ist. Okay, du hast die Krebsgeschichte in einen Text für Promi X gepackt. Mhm. Der fand das gar nicht lustig und hat sich gefeuert. Quasi Bennys Geschichte, bloß noch mit einem Detail mehr. Ja, und mit schönerer Handschrift tatsächlich. Ja. Es ist beides extrem falsch. Ach, was? Es ist beides extrem falsch. Hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Also erstmal die Gefahr, dass man da einen Witz macht und der ist unter der Gürtellinie, der bestand da nicht wirklich. Mhm. Das war ein ziemlicher Safe Space, da wurden einige schlimme Dinge gesagt. Und es hat noch niemandem den Job gekostet. Mhm. Es war damals die YouTube-Sketch-Show Gute Arbeit Originals. Ah. Das war mein erster Job in den Medien und ich war super motiviert, aber es hat mich kaputt gemacht vom Stresslevel her und ich brauchte Urlaub. Hab gesagt, ich bin jetzt 2 Wochen im Urlaub, nicht schreiben. Ich mag euch privat alle, aber ich will keinen Kontakt in den 2 Wochen. Und dann komme ich zurück. Deswegen war der Morgen auch so super. Das war mein erster Arbeitstag nach dem Urlaub, ausgeschlafen. Du warst erholt. Erholt. Ja. Ich dachte, jetzt geht's ab. Und dann komme ich an und die Stimmung war halt wirklich Totengräberstimmung. Also alle waren richtig traurig, alle waren richtig am Boden und niemand wollte mit mir reden. Und der Kollege, um den es geht, der meinte dann, ich muss dir was erzählen, können wir später reden, ich muss dir was erzählen, das wollte ich ja schon längst erzählen. Und an der Stimmung, und es war ein sehr lustiger Mensch eigentlich, den so traurig zu erleben, und deswegen war für mich klar, ja, der ist tot. Der hat noch so 2 Wochen oder so, der hat Krebs, irgendwas Schlimmes. Mhm. Hatten wir eine große Morgenversammlung. Wo der Firmenchef dann halt wie immer so dieses Briefing macht und in Nebensatz fiel dann so, ja, und dann müssen wir wegen den Projekten gucken, weil Gute Arbeit wurde ja jetzt abgesetzt und dann müssen wir, und da bin ich, da war dann für mich klar, ich war projektbezogen angestellt, das Projekt war weg. Und ich habe das halt in dieser großen Runde dann erst erfahren und der Kollege, von dem ich dachte, er hat Krebs, der war damit beauftragt, mir das zu erzählen, aber ich war halt im Urlaub und dem habe ich gesagt, wenn du mich anschreibst, bringe ich dich um. Und deswegen hat er mir das nicht gesagt. Dann kam ich da rein und er war so schuldbewusst und ich dachte, es liegt daran, weil er Krebs hat. Aber nee, er hat nur versäumt, mir zu sagen, dass ich keinen Job mehr habe. Ach, verdammt. Ja. Das ist aber heftig, aber wir lagen echt extrem falsch daneben. Ja, ne? Aber muss auch mal sein im Leben, dass man mal nicht nur auf der Sonnenseite tanzt, sondern auch mal auf der Schattenseite. Oh, wunderschön, das lasse ich mir tätowieren. Tja, Tarkan, gut gemacht. Danke. Wir haben leider mal wieder nicht abgeliefert. Wir waren stets bemüht. Wir waren bemüht, aber weiterhin talentlos. Freunde, wenn ihr auch mal Platz nehmen wollt oder, keine Ahnung, gerade nichts Besseres zu tun habt, dann schreibt doch jetzt mal in die Kommentare eine skurrile Geschichte, gebt einen Daumen nach oben und mit etwas Glück geht diese tolle Show weiter. Abo dalassen. Hier sind noch weitere Videos, klickt euch rein. Und wir drei gehen jetzt eine Million scharfe Scoville-Currywurst essen, oder? Ja, bis alles brennt. Okay, wo kommt das her? Keine Ahnung, ich bin dabei.